Geschi! Hallo Gian Dombre und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect. Mittlerweile sind wir schon bei Part 12. Immer noch spielt die liebe Kay Carney für mich. Und ja, beim letzten Mal haben wir richtig mies auf die Fresse bekommen. Und zwar ziemlich häufig. Und ja, hatten den härtesten Kampf bis jetzt im Spiel. Haben es aber dennoch geschafft. Und jetzt können wir weiterhin suchen nach der netten... Ich glaube, das ist eine Dame, die wir suchen. Irre ich mich? Liara. Sony. Ja, doch, das klingt auf jeden Fall nach einer Frau. Und hoffentlich finden wir sie in diesem Part. Also, drückt uns die Daumen und wir werden sehen. Okay, coole Röhre. Oh, jetzt wurde auch mal zwischengespeichert. Das war nämlich beim letzten Mal das Problem, dass wir nochmal eine ganze Ecke von vorne spielen durften. Also eigentlich da, wo der Part angefangen hat, als wir das erste Mal gestorben sind, weil wir erstmal wieder dorthin kommen mussten. Also zwischendurch speichern. Wäre gut. Ja, souverän gelöst. Noch einen Stufenaufstieg bekommen. Den könnten wir uns auch gleich gönnen. Pausiert das Spiel dann? Ja, ich glaube schon. So, was brauchen wir denn? Irgendwo was Neues lernen. Höchstens, was ist denn das, was wir bei Kampfpanzerungen bekommen? Der Kreis. Steht da was? Okay. Achso, verbessert das alles nochmal, den ganzen Schutz und so. Naja, ich weiß nicht. Ja, mach lieber mal einen auf Schaden. Und einen auf Kampfpanzer. Oh, jetzt ist auch das Präzisionsgewehr freigeschaltet. Das ist ja richtig gut. Das benutzen wir recht häufig. Ja, ja, bitte. Definitiv. Geil. Endlich. Endlich. Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Wie ein Verrückter. Bam. Und weggeschnetzelt. Ja, wir haben uns auch ein paar Munitionsverbesserungen, die wir dann so im Laufe des Spiels jetzt gefunden haben, reingelegt. Nichts Großartiges. Meistens einfach nur, ja, Verbesserungen des Schadens und... Und wir haben auf jeden Fall ein cooles Visier jetzt auf dem Scharfschützengewehr, was uns ein bisschen mehr Präzision einbringt. So ein Kram eben. Ey, das sieht ein bisschen aus wie so ein... Wie so eine... Höhle für Touristen, in der man so geführt wird. Also ich war so in ein paar Tropfsteinhöhlen und da sah das ähnlich aus. Auch immer mit diesen Lichtern in der Ecke und dann hat man da so schöne... Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Als ob sich die Höhle um die Ruine bildet. Nee, aber genau, mit solchen schönen Metallböden und man kann da so cool durch. Was ist das? Wollen wir da durch? Wir können nicht dadurch. Okay. Sieht aber cool aus. Hat was von Stargate. So. Okay, da oben kommen wir. Ja, gut, dann müssen wir den Fahrstuhl aktivieren. Kommt ja auch coole Fahrstuhlmusik. Wir werden es hören. Naja. Cool würde ich das jetzt nicht nennen, aber ist in Ordnung. Wir steigen hinab. Ja, sieht genauso aus wie vorher. Hat sich definitiv gelohnt, dieses Stockwerk runterzufahren. Was bist du denn? Medizinkit. Ja, immer. Immer her damit. Oh, 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 oh. Oh, die können sogar fliegen. Was sind das denn für Wichser? Aber sterben zum Glück recht schnell. Klinisch weiß. Proteaner mögen es offenbar gemütlich. Ja, es kann schon sein, Rex. Ich glaube, das war sarkastisch gemeint, oder? Jetzt gerade, wenn ich mich gerade so umgucke. Ich weiß nicht, ob das hier so super sauber und klinisch weiß ist. Gut, noch ein Fahrstuhl. Wo bringst du uns hin? Mhm. Klingt auf jeden Fall super. Fahrstuhl voll intakt. Nee, da müssen wir wohl runterspringen. Das ist scheinbar dafür da, dass wir nicht mehr zurück können. Das ist natürlich eine fiese Angelegenheit. Hallo? Könnte mir vielleicht jemand helfen? Bitte? Oh! Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe!
Ja, wir können Sie hören. Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Oh, okay, jetzt gucken wir auf Untersuchen. Gefangen? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchten, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben, Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Genau, Benicia erstmal. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Benicias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Ist noch was Neues bei Untersuchen? Nein? Okay, zurück. Dann... Ja, wir sind natürlich nett, wir werden sie befreien. Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Ach so, das hatten wir schon. Gut, dann ganz ruhig bleiben. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrieren vorankommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Organer bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Oha! Hier geht ja einiges ab. Das ist ja ziemlich, ziemlich cool. Gut. Dann retten wir die nette Dame. Hoffen wir mal, dass sie nett ist. Und dafür müssen wir diese Gegner dort vernichten. Triffst du den überhaupt? Oh, so viel dazu. Okay. Ja, gut gemacht. Bam! Explosion! Oh, okay. Unsere Karte ist übrigens blockiert, falls es euch nicht auf... Ja, jetzt nicht mehr. Aber manchmal ist die Karte hier blockiert. Wow, der ist ja instant verreckt. Und das war so ein richtig starker eigentlich. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Aha. Gibt's hier noch irgendwas? Scheint jetzt alles ruhig zu sein. Gut. Nein, nein, da ist ein Scharfschütze. Dreckiger Penner, ziel doch. Naja, so hat's auch geklappt. Wow, also... schon ziemlich cool. Überhaupt diese Höhle, obwohl die mich, wie gesagt, trotzdem leider immer noch an so eine Touristenhöhle erinnert. Also, ja gut, hier ist ein bisschen mehr, aber... Okay, Waffenspind. Den gönnen wir uns natürlich. Hättest durchklicken müssen einfach. Ja. Gut, nehmen wir erstmal mit. Genau. So, was haben wir da Schönes? Nein. Von da kommen wir, oder? Wo diese coolen Stockwerke sind. Sieht aber ziemlich cool aus. Echt hübsch. Und weiterhin diese Musik, die einen so ans Verlieren erinnert. Mann. Okay, die Karte sagt, wir sind da. Also, beziehungsweise wir sind am Ende. Da müssen wir hin. Hm. Das heißt aber nicht wieder zurück in den Fahrstuhl, sondern hier irgendwo um die Ecke. Oh, Code eingeben. Was? Überbrückung? Was? Ich glaube, das müssen wir uns erstmal irgendwo holen, hä? Oder können wir das so knacken? Ja, wenn wir falsch liegen... Ja? Dann fangen wir von vorne an. Hä? Nein. Jetzt runter? Ich glaube, dann nochmal runter. Nein. Dann nochmal rechts?
Nice! Geschafft haben wir's. Sehr gut. Okay, der Laser hat jetzt irgendwas freigeschossen. Jetzt wissen wir auch, wie es weitergeht. Wow. Hey, wozu ist diese Beule da im Boden da? Okay, erschließt sich mir nicht ganz der Sinn dahinter, aber... So, und jetzt. Gut, ziemlich beeindruckend, aber... Ach so, ich dachte, das Ding fährt runter. Wir fahren... Nee, sind wir hochgefahren oder das Ding runter? Oh, wir sind hochgefahren scheinbar. Ja, cool. Da sind wir. Grüß dich. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Da war überhaupt kein Problem. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Geths auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Entschuldigung, dass ich mich gerettet habe. 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Ja, wir brauchen einen Fluchtplan. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Okay, cool. Erstmal fahren wir hoch. Ja, was für ein Glück, dass die Feinde scheinbar zu blöd waren, diesen Code zu knacken, der einen immer weiter lässt, sobald man das Richtige geklickt hat. Naja. Ach nö. Jetzt wird verhandelt. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Ja, diese Ruine stürzt ein. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Und zwar... fragen wir ihn mal ganz blöd. Sie wollen jetzt kämpfen? Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Genau die richtige Atmosphäre für einen Kampf um Leben und Tod. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Okay, na dann. Versteck dich. Entdeckung. Vorsichtig sein. Oh, genau. Hier die Stärksten zuerst. Sehr gut. Weil die Roten, die fallen schnell um. Also Tali gefällt mir immer weniger, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die tauschen wir mal dann irgendwann mal wieder aus. Ja. Okay. Ja, Vrax ist auch down. Gut, das ist dann also nicht nur der Tali verschuldet. Ja, weil der Typ wahrscheinlich ein bisschen heftiger ist. Gib dem mal eine Granate, so vor seine Füße. Mit R so vor seine Füße auf dem Boden. Ja, und weg, 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 weg. Hat's gereicht? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Okay, ein Medikit haben wir leider... Oh, aufgebraucht. Ach du Scheiße. Na, jetzt haben wir ein Problem. Wieder so ein heftiger Kampf. Tja. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ab wo fangen wir an?
alles immer noch nicht. Gut, dann sehen wir uns gleich beim Kampf. Gut, hier sind wir wieder im Kampf. Hoffentlich wird es diesmal besser. Boah, voll umgeboxt, den Bruder. Sehr cool. Das war auf jeden Fall eine geile Aktion. So, was ist da? Was hast du der da jetzt? Okay. Ah. Genau, schön rein, den Scharfschützen. Und den Raketenschützen sowieso. Ach du Scheiße. Ey, unsere Leute, die sterben so schnell. Das gibt's doch gar nicht. Mann! Ja, fast, ja! Oi, ist das kritisch hier. Warte, irgendwas schießt dich an, von da. Scheiße. Gut. Nochmal den Spaß. Jetzt muss es aber klappen. Ja, dieser runde Raum ist tatsächlich ziemlich nervig. Man kann sich gar nicht wirklich gut verstecken. Und unsere Mitstreiter hier verrecken am laufenden Band. Das ist echt übel. Aber wir müssen erstmal die Kleinen loswerden. Ne? Das bringt ja alles nichts. Wenn wir die ganze Zeit nur den großen Vogel da attackieren, das wird auch nichts. So, Frontkämpfer. Wenn der down ist, sind wir auf jeden Fall schon mal auf einer sicheren Seite. Naja, nicht ganz. So, und dem schmeißen wir gleich auf jeden Fall nochmal so eine Granate vor die Füße. Ah, warte, erstmal den da kalt machen, genau. Scheiß Scharfschütze, ey. Scheiße. Nee, der bewegt sich zu schnell. Hau ab vor ihm. Mit der Lauftaste. Warte, der ist gleich down. Oh, nice. Au. Na, gleich ist es. Bam. Blöder Sack. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Dazu sagen wir... Dient der Entspannung, finde ich witzig. Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet. Oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Wie alt ist die Dame denn? Ja, seit 50 Jahren, what? Aber wie alt sind sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Okay, aber weißt du, was witzig ist? Nur mal, um das mal so festzuhalten. Ein Jahr bedeutet, dass die Erde einmal die Sonne umrundet hat. Also hier bei uns auf der Erde, bei uns Menschen. Wie können diese komischen Spezies da, oder wissen die, in welcher Zeitrechnung wir rechnen? Wissen die, wie lang das ist? Ich habe keine Ahnung, das ist echt auf jeden Fall interessant.
Weil für die müssten Jahre was ganz anderes sein. Ach, egal. Gut. Genau, die lehnen das ab. Bla, bla. Wir haben... Lass mal unsere Theorie erzählen. Ich will mal hören. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Okay, sehr interessant. Ja, woher wissen Sie das? Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Frag mal nach dem Zyklus. Was für ein Zyklus? Wovon reden Sie da? Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Das ist echt interessant, das Ganze. Und zwar... Nee, ich kenne den Grund. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Du hast das Falsche genommen. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Vision. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ja, Sie können uns trotzdem helfen. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Das Letzte ist einfach voll rassistisch. Oh, noch ein Alien. Ich mag keine Aliens. Nein, willkommen an Bord. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Ja, wir sprechen später. Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Zum Rat? Ja, warum nicht? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zoni bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Sie möchte helfen. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Was kann man darauf antworten? Ja. In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Gut, wunderbar, dass wir das jetzt haben. Also, wir sind etwas über der Zeit, aber dann ist das einfach mal eine längere Folge mit ein bisschen mehr Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, like, Kovac, Kommentar, ich würde mich sehr dolle freuen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen. Unterstützende Links mal in der Beschreibung durchchecken, würde mich freuen. Und an dieser Stelle, Dovid Sänger heißt auf Wiedersehen und ciao, ciao.